Andere bemerken die Abhängigkeitserkrankung oft früher als der Betroffene selbst. Oftmals erkennen das die Angehörigen eher als die Person selber, weil man ja selber auch vor sich verleugnet, was man da so macht oder die Gewohnheit wird dann zur Alltäglichkeit und damit auch Normalität. Aber Angehörige bemerken zum Beispiel, dass die Person, die den Alkohol trinkt, sich darauf fokussiert und auch in Zeiten, wo das nicht sozial angemessen ist, der Alkohol konsumiert wird oder man entdeckt Verstecke, es wird verheimlicht, also vor sich selber als auch vor den Angehörigen. Also was verschiedenen Kriterien entspricht, zum Beispiel, also man kann nicht mehr anfangen, an den Anfang, die Konsumdauer und das Ende kontrollieren. Es findet also eine verstärkte Gier statt, muss man schon sagen. Also der Wunsch, die Substanz unbedingt zu sich nehmen zu müssen, das wird immer stärker. Das führt eben auch zu diesem Fehlverhalten, dass man trotz Kritik und Ärger im sozialen Umfeld das Verhalten beibehält. Dann gibt es die Möglichkeit natürlich durch das Üben, durch das Trinken immer mehr vertragen zu können. Also man bildet sich ein, es besser zu vertragen, was dazu führt, dass die Trinkmengen steigen. Also und zum Teil so viel, dass das im sozialen Kontext nicht mehr nachvollzogen werden kann. Und dann tauchen häufig Entzugserscheinungen auf. Das heißt, wenn die Substanz aus dem Körper rausgeht, also die Wirkung nachlässt, dass man dann Entzugserscheinungen bekommt. Zittern, Nervosität, Angst. Und man trinkt dann wieder Alkohol, um diese Symptome sozusagen zu kompensieren. Im ersten Schritt würde man versuchen, das Medikament oder den Alkohol wegzulassen. Und das gelingt häufig so nicht. Und deswegen machen wir das im stationären Rahmen, dass wir dann den Menschen, die eine Entzugserscheinung haben, Medikamente geben, dass sie nicht so schwer sind und besser erträglich sind. Und das ist relativ gut zu handeln. Also in dem Moment, wo man sich der professionellen Hilfe hingibt oder sich helfen lässt, ist der Entzug, der körperliche Entzug auch gut zu managen. Eine hervorragende Frage, weil daran scheiden sich die Geister, auch innerhalb der Behandlung von Abhängigkeitserkrankungen, der Behandlung von Alkohol. Also es gibt so eine Fraktion an Therapeuten und Suchthelfer, die sagen, man muss die Substanz, die Noxe, für immer lassen. Und das mag für manche Patienten oder manche Menschen auch zutreffen, dass das so ist. Es gibt aber auch Menschen, die aus der Abhängigkeit heraus in die Abstinenz oder in den reduzierten Konsum gehen und sehr wohl mit geringen Mengen wieder leben können. Man kann das ausprobieren. Also im ersten Schritt wäre natürlich der Versuch, es zu lassen. Aber wenn das nicht geht, kann man gucken, kann man denn kontrolliert konsumieren, kontrolliert trinken. Und es gibt Menschen, die stellen fest, das ist zu anstrengend. Also das Planen und sich an den Plan zu halten vom Alkoholkonsum ist zu mühsam. Die gehen dann in die Abstinenz. Aber es gibt auch Menschen, die kommen mit dem Suchthilfesystem überhaupt nicht in Kontakt. Die geraten in Abhängigkeiten rein, geraten wieder raus und sind zum Teil nicht komplett abstinent. Also es gibt ganz viele Variationen, auch wenn die gelehrten Meinungen in Anführungsstrichen da häufig radikaler sind.